Hey Leute, cool, dass ihr dabei seid. Ich habe heute eine Frage an euch. Ich bin heute wieder mal Friend in Need und zwar geht es um die Doppelmiete von ca. 300 Euro, die ich im Februar beantragt hatte. Vielleicht erinnert ihr euch, ich bin damals Hals über Kopf aus dieser vermeintlichen Landglück-WG gezogen, nachdem ich mitbekommen habe, dass einer meiner Mitbewohner mit dem Gedanken gespielt hat, mich wegzuklatschen. Und zwar ein Mitbewohner, der wohl viele Jahre Profiboxen gemacht hat und mehrere diagnostizierte psychische Auffälligkeiten hat. Das heißt, ich war da blitzschnell weg. Mein Jobcenter hatte damals ja auch ganz brav meine neuen Kosten der Unterkunft ab dem 1. März anerkannt, aber nicht die Doppelmiete für Februar. Ich hatte damals schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch. Und ich hatte mich danach an Verdi gewendet und um Rechtsschutz gebeten. Das Positive ist, ich wurde von der Verdi-Kollegin am Telefon sehr respektvoll behandelt und hatte auch das Gefühl, ernst genommen zu werden. Das Gefühl hatte ich als Hartz-IV-Empfängerin bzw. als Bürgergeldempfängerin auf der Suche nach Rechtsberatung zum allerersten Mal. Ich weiß noch, ich hatte mich vor Jahren mal an die ÖRA in Hamburg gewandt. Damals ging es um Sanktionen, die ich bekommen habe, weil ich nicht zu einem Bewerbungsgespräch gegangen bin. Falls ihr meinen letzten Verbis-Vermerk gesehen habt, dann wisst ihr, worum es geht. Da habe ich auf jeden Fall... So, das war mein Auslöser, nie wieder zur ÖRA zu gehen. Und auch meine Erfahrungen bei der Rechtsberatung vom Sozialverband VDK waren für mich persönlich nicht zufriedenstellender. Das heißt, ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, dass du als Bürgergeldempfängerin mit Jobcenterbelangen überhaupt nicht ernst genommen wirst. Darum war die Erfahrung bei Verdi auf jeden Fall erstmal positiv. Die Vorgehensweise bei diesen Rechtsdingern ist wohl, dass Verdi die Sache dann an den DGB Rechtsschutz weiterleitet. Das ging auch ziemlich schnell. Ich habe da Unterlagen bekommen, musste eine Vollmacht und irgend so ein Zeug ausfüllen und das dann wieder wegschicken. Das hat sich auch alles noch sehr gut angefühlt. Ich hatte per E-Mail auch alle Bescheide geschickt, die die wollten und alle Informationen erklärt und auch schon auf die offensichtlichen Fehler in dem Jobcenter-Bescheid hingewiesen, die auch Thomas Renker sehr gut in den Kommentaren unter dem Video, das ich euch verlinkt hatte, konkretisiert hatte. Jetzt habe ich Post bekommen vom DGB, einmal ein Schreiben, in dem die Mandatsannahme bestätigt wird und in dem mir die Vertretungsanzeige geschickt wird, die ans Jobcenter gesendet haben. Genau, das habe ich zur Kenntnisnahme bekommen. In dieser Vertretungsanzeige steht eigentlich nichts Neues. Außerdem habe ich dann den Widerspruch bekommen, den die einen Tag später, nachdem sie diese Vertretungsanzeige ans Jobcenter geschickt haben, an mein Jobcenter geschickt haben. In dem Widerspruch steht eigentlich nichts drinnen, sondern wird einfach wieder auf diese Vertretungsanzeige verwiesen, in der ja auch nichts Neues steht. Wo ich wirklich denke, so einen Widerspruch hätte ich auch alleine hinbekommen. Auf den fehlerhaften Bescheid vom Jobcenter und also die wirklich offensichtlichen Fehler bei der Berechnung sind die überhaupt nicht eingegangen und mich wundert das ein bisschen und es macht für mich so den Eindruck, als ob die auch so denken, für die 300 Euro ist es die Mühe gar nicht wert, dass die sich da irgendwie zu gut für sind. Und dieser Eindruck wird bei mir durch zwei Sachen verstärkt. Nämlich erstens, in diesem einen Schreiben sprechen die einmal von 304 und dann von 306 Euro, was schon mal den Einschein erweckt, dass da nicht so sorgfältig gearbeitet wurde. Aber das kann ja mal passieren, ein Flüchtigkeitsfehler. Aber was mich halt richtig stutzig macht, in dem Schreiben, in dem die Mandatsannahme bestätigt wurde, steht auch: Bitte wenden Sie sich parallel an eine Mieterberatungsstelle bzw. die öffentliche Rechtsauskunft und klären Sie dort, ob ein Anspruch auf Rückzahlung der einteiligen Miete für die Zeit von bla 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 besteht. Bitte informieren Sie uns über das Ergebnis. Also ich soll jetzt recherchieren, wie die Rechtslage ist.
Ich dachte, das wären Anwälte und Rechtsexperten und die sagen mir jetzt, ich soll woanders Rechtsberatung suchen. Ich soll jetzt nochmal Geld ausgeben, um mich dann wieder halbherzig von der ÖRA beraten zu lassen und mich da zum Affen zu machen. Und soweit ich weiß, bekommst du bei so einer Mietberatungsstelle auch nur Hilfe, wenn du da Mitglied bist. Und ich werde jetzt bestimmt nicht nochmal irgendwo Mitglied, um Rechtsberatung zu bekommen. Ich bin schon Mitglied beim Sozialverband VdK geworden, weil ich mir da Rechtsberatung erhofft habe. Und wie gesagt, meine Erfahrungen waren alles andere als zufriedenstellend und ich hänge da jetzt wohl noch bis Ende 2025 drinne. Aber ich sehe einen Ausweg, aber dazu mehr, wann anders. Aber abgesehen davon bin ich auch Mitglied bei Verdi geworden, weil ich mir da Rechtsberatung und Rechtsschutz erhofft habe. Und jetzt sagen die, ich soll zurück zur ÖRA. Ja, ich frage mich, was ist hier los? So, ich rufe jetzt bestimmt nicht bei der ÖRA an, damit die mir dann mit ihrem halbherzigen Halbwissen sagen, ich hätte den Umzug vorher beantragen müssen. So, das weiß ich auch, dass man eigentlich Umzüge vorher beanträgt. Das war aber ein Hals-über-Kopf-Umzug aus schwerwiegenden sozialen Gründen und das gilt es jetzt zu belegen. Muss ich denen beim DGB jetzt ihren Job erklären oder was? Ich hatte denen sogar schon direkt ein ärztliches Attest mitgeschickt und das hätten die alles wunderbar dem Jobcenter schicken können. Stattdessen schicken die mich jetzt zur ÖRA. Und wollen, dass ich bei der ÖRA kläre, ob ein Anspruch auf Rückzahlung der Miete besteht. So, ich kann denen das erklären, ohne bei der ÖRA anzurufen. Und zwar hat bei einem erforderlichen Umzug das Jobcenter die Wohnbeschaffungskosten einschließlich Doppelmiete zu zahlen. Punkt. Die Frage ist jetzt aber, was mache ich? Muss ich bei der ÖRA anrufen? Gibt es irgendeine kostenlose Mietberatungsstelle, bei der ich alternativ anrufen könnte? Und was ist, wenn die einfach keinen Bock haben auf Bürgergeldis und sich mich mit SGB II sowieso nicht auskennen und mich dann einfach nur schnell abspeisen wollen und mir sagen, ich habe kein Recht auf die Doppelmiete, weil das ist für die ja das Einfachste, um mich loszuwerden. Was mache ich dann? Wenn ich das dann im DGB sage, dann hören die ja auch auf zu arbeiten. Darum, was würdet ihr tun? Was passiert, wenn ich nicht bei der ÖRA Rechtsauskunft suche oder nicht zu einer Mietberatungsstelle gehe? Genau, was würdet ihr tun? Und was passiert, wenn jetzt diese DGB mich überhaupt nicht anständig vertritt und die auch niemals das Attest an das Jobcenter schicken? Kann ich dann unabhängig vom DGB nochmal einen Widerspruch einreichen? Kann ich denen meine Vollmacht zurückziehen? Was würdet ihr tun? Wenn ihr gute Tipps habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank für eure Beiträge, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss.